Brown & Pound TV, Marc Bergmann bei Gods of War 9 und neben mir steht der Gewinner des ersten Kampfes des Abends und des ersten Profikampfes seiner Karriere, Sergei Kramer. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, war ein sehr, sehr schöner Kampf. Wie hast du dich denn, oder wie fühlst du dich denn jetzt, den ersten Profisieg deiner Karriere eingefahren zu haben, auf so eine dominante Art und Weise? Also, das ist geil. Also, ich habe auch hart trainiert mit, danke Valentino, mein Trainer, 2 Wochen lang hart trainiert, vorbereitet, ja. Habe ich gefreut. Jetzt weiß man, du kommst vom Pantera Gym, ihr seid gute Grappler. Das hat man in diesem Kampf auch gesehen. Am Anfang sah es ja ein bisschen eng aus, da hat er im Stand ganz schön Feuer gegeben. Hast du da gedacht, oha, jetzt könnte es eng werden? Ja, also der hatte gute Schläge gehabt, muss ich sagen. Aber dann habe ich seinen Schlag gesehen und direkt Takedown, dann mein Bodending durchgezogen. Ja, also von dem Takedown ab ging es für ihn auch bergab, das hat man sehr gut gesehen. Hast ihn am Boden demoniert, von einer Submission in die nächste, hast ihn ein paar Mal im Armbar gehabt. Im Triangle gehabt, im Rear Naked Choke gehabt. Warum haben die Submissions denn am Anfang nicht ganz hingehauen? Ich habe sie schlecht angesetzt anfangs. Dann ist er rausgekommen, ja, und dann habe ich eine andere Submission versucht. Ja, hat man gesehen, hast zwischendurch auch gepoundet. Hast du eben gedacht, Mensch, den kriege ich nicht kaputt. Man hat deinen Trainer Valentino von draußen rufen hören, der klopft nicht ab. Ja. Dachtest du, das geht vielleicht über die Punkte, weil man hat zum Schluss auch gesehen, ihr beide werdet langsam ein bisschen müde. Ja, also ich war richtig müde geworden, er dann auch. Dann einfach habe ich mir gedacht, mach ich wieder Takedown und wieder dasselbe Spiel. Ja. Ja, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Sergei, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir hoffen, wir sehen dich bald wieder. Ja, ich danke erstmal meinen Trainern, meinen Fans, die hier da waren, Pantera und natürlich Grapple Snake Deutschland. Au! Das muss gesagt werden, Sergei. Besten Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.